Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute wir spielen heute noch eine Black Ops 3 Arena, mal wieder ganz klassisch Black Ops 3 Solo Arena so ein bisschen. Capture the Flag auf Stronghold ist angesagt, Leute. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier eine gute Lobby gefunden haben, wo man auch ein bisschen Spaß haben kann. Blendgranate erstmal rausgeschmissen, Leute. Easy XP, ja, dieses Ben Protect, das ist immer so eine Sache, ne? Ich finde, das dauert so viel zu lang, ne? In WW2 ist das tausendmal besser. Ich finde, WW2 ist generell sowieso ein so geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube zurzeit so mega gefeiert wird. Das ist eine Frage, die ich mir sehr, sehr häufig stelle zurzeit. Aber auf jeden Fall feiere ich Black Ops 3 genauso. Und deswegen würde ich sagen, Black Ops 3 und WW2 werden jetzt beide ein bisschen kommen. Bald sind auch diese Google-Videos vorbei, Leute. Und dann gucken wir im neuen Jahr mal, was wir da alles machen. Also bin ich mal gespannt, was im neuen Jahr sozusagen angegriffen wird. Ich habe jetzt hier gestern so ein Warface-Video hochgeladen. Und ich fand es voll schade, dass es irgendwie nicht so gut angekommen ist. Keine Ahnung, ich finde das Spiel echt gut und das ist eine Kampagne, die ich feiere. Also wenn ihr das Video nochmal abchecken wollt und vielleicht ein Like da drauf haben würdet, würde ich mich drüber freuen. Link ist in der Videobeschreibung, Leute. Und ja, wir gehen jetzt erstmal zusammen und rein hier in CTF und schauen mal, ob wir hier eine gute Lobby haben. Oh Gott, Alter. Oh, es geht schon los hier. Ich pack die Kuh da ein und pack die Kuh da ein. Kleiner Freestyle. Ja, der bringt zwar nicht viel, weil welche Kuh sollte man schon einpacken, aber egal. Und ich habe auch Bock auf BO3. Ist da jemand? Habe ich da gerade was gesehen? Okay, wir pushen erstmal durch. Wir müssen die Flagge holen. Und zwar ist da hinten schon jemand, der wahrscheinlich up-aimt. Ja, okay. Zack, Kevin. No chance von no hands. Okay. Der Typ hat meinen Rücken, glaube ich, oder? Ah, hat er. Okay, sinnvoll. Komm her, Digga. Wir müssen erstmal durchgehen jetzt hier irgendwie. Kevin wieder am Start. Wir müssen hier schnell durch, weil die wissen jetzt, dass ich hier bin. Okay. Ja, okay, das war gut. Gut, wichtiger Kill. Ich gehe über Bunker. Okay, Leute, let's go. Wir holen jetzt die erste Flagge. Wenn Swakey diesen Kill holt, das wäre jetzt ganz big, wenn er diesen Kill holt, dann bin ich nämlich durch. So, schön, let's go. Das 1:0 werde ich jetzt hier easy machen. Und zwar einfach, indem ich hier hinten rumgehe, weil dann muss ich noch einen Meter weit kommen. Einen Meter. Woo! Teammate! Er choked es! Er choked es! Ich glaub's nicht, Teammate! Choked die Flagge! Das habe ich hier noch nie erlebt, Alter. Ja, lass ich mir aber auch nicht nehmen, die zurückzubringen hier. Haha, let's go. Okay, es wird eine spannende Runde, glaube ich. Wir haben die Flagge wieder. Okay, Leute. Let's do this, come on. Nein! Oh Gott, Leute, ich spiele gerade voll gut. Warum sind meine Teammates so shit, Digga? Mann, Swakey, chillst du nur oder was? Geh doch mal auf eine Flagge, Junge. Boah, hätten wir easy holen können jetzt gerade mal. Vor allem der Typ war drin, obwohl ich ihn eindeutig vorher gekillt habe, ne? Schon lächerlich irgendwie. Aber naja, okay. Kevin für den Bond. Ja, da hinten jagt mich jetzt gerade jemand. Aber wir machen jetzt mal diesen Sneaky Move, falls ihr den nicht kennt, Leute. Und zwar gehen wir hier lang. Kinetic-Rüstung angemacht. Nein, aber Tempest kontert es. Ah, das ist ein schlauer Move gewesen, den Tempest zu benutzen. Oh Gott, wie... Oh Gott! 2:0 für die Gegner! Meine Teammates sind so schlecht! Oh nein! Oh nein! Außer ich mache jetzt hier den... Was? Wow, okay. Teammates, Swakey, let's go! Let's go. Okay, ich hab's. Ich hab das. Ich hab das, Leute. Boah, ich hab die gerade echt im Rucksack, die Jungs, ne? Heiliger Hase. Oh Gott, was für ein spannendes Match, Leute. Wir spielen eigentlich gegen zwei. Das ist das, was mich gerade so schockt. Wir spielen quasi gegen zwei und schaffen es hier nicht, eine Flagge zu ziehen. Obwohl die anderen so bad sind, ne? Das ist unglaublich. Die campen hier wahrscheinlich die ganze Zeit rum. Das Ding ist, ich muss ja die Flaggen pullen. Wer soll es sonst machen, wenn ich es nicht mache? Ich gehe jetzt über Bunker, auch wenn das total dumm ist. Ja, blazed. Ich muss jetzt über unsere Flagge gehen. Sieht nicht gut aus gerade. Okay, unsere Flagge ist safe. Swakey verteidigt hier also anscheinend. Ich glaube, Swakey geht echt viel auf Kills, aber das bringt halt nicht immer was. Ja, jetzt... Na, als ob, Digga. Was machst du denn? Okay, der Typ ist down. Komm, hol den Blaze. Hol dir den Blaze. Nein, Miguel, Mann. Du bist so shit. Okay, wir haben aber die Flagge zurückgeholt anscheinend. Warum, wie auch immer. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Ich muss jetzt ein... Oh, ich muss deren Flagge nehmen, sonst steht's hier... Eieiei. Hä, wieso führen die Gegner nicht? Oh mein Gott.
Hä? Die Gegner führen doch 1-0. Hä? Die haben doch auch... Hä? Habt ihr auch in der ersten Halbzeit eine Flagge geholt, oder nicht? Oh Gott, irgendwie versuchen... Der andere ist ein No-Hand. Nein! Nein, komm schon, Miguel! Oh Gott, Digga, du bist... Oh Gott, ist das schlecht! Oh, Swakey, big... Big Play von Swakey! Swakey, big! Wo ist dieser Wichser? Oh mein Gott. Eine klassische Putt-Situation, Leute. Jetzt haben beide in ihrem Lager eine Flagge. Okay, ich muss jetzt ein Big Play machen. Ja, oder auch nicht. Alter, ich spiele alleine gegen zwei gerade. Mein Teammate macht zwei Kills, aber er kommt nicht nach vorne. Ja, ich brauche Hilfe, Leute, ne? Eieiei. Also mein Team, es ist traurig, wie wenig es mir hilft. Also wenig ist ja noch übertrieben. Okay, komm, die kriege ich rein. Die kriege ich rein. Okay, komm schon. 1-2. Hä, das heißt, der hat ihn in der ersten Halbzeit nicht rübergebracht, weil es wird doch anders gezählt bei CTF in Arena. Normalerweise. Nein, Mann, die verteidigen zu zweit, Digga. Gott, ist... Oh, Mann, Spaten, Digga. Ja, Miguel alleine jetzt gegen Sinful. Oh mein Gott, er holt ihn sogar, Digga. Ich glaub's nicht, aber es war's trotzdem leider. Ach ja, schade, Leute. Aber ist es jetzt 3-1 oder 4-1? Ich werde das nicht... Ich verstehe das nicht. Ich werde das auf jeden Fall gleich mal abchecken müssen. Ich hab die beiden down. Die müssten jetzt eigentlich im Bunker spawnen. Es wäre weit genug weg von mir. Natürlich nicht. Natürlich ist er... Guckt euch das an, was ich alleine hier machen muss. Ich muss jeden Kill machen in dieser Runde, Digga. Guckt euch das an. Okay, 4-1 war es jetzt. Aber hat er am Ende eine... Oh, toll, jetzt weiß ich, aber ich glaube, er hat am Ende noch eine geholt, ne? Hä, dann war das in der ersten Halbzeit kein Cap? Ich verstehe es nicht. Das war doch ein Cap. Ich check's gerade nicht. Ich check die Situation in der ersten Halbzeit gerade nicht. Was da das Problem jetzt war, sozusagen. Eieiei, na, machen wir noch eine Runde, würde ich sagen. Muss aber der Runde gerade zugute halten, dass niemand gequittet ist. Also, das ist ja bei Arena auch manchmal das Problem, dass da jemand quittet und dann bockt es halt gar nicht mehr. Dann hast du da irgendwie, was weiß ich, Alter. Dann spielst du dagegen irgendwie eine Person und es bockt halt nicht. Das Video mit Gabs war richtig lustig, was ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe, wo Gabs einfach so absolut lustige Sachen gemacht hat und 18 Kills hat in Suchen und Zerstören, obwohl wir nur zu zweit gegen vier waren. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, dann checkt es auf jeden Fall mal ab. Ja, Digga. Oh Mann, es ist einer gequittet, Alter. Alles umsonst, Mann, Alter, ey. Okay, das TDM zu gewinnen könnte man als Challenge machen, aber ich glaube, das ist schwierig, weil ja, meine Teammates sind absoluter Müll. Also richtige Müllhaufen. Und Gegner stehen 11, 2, 9, 1. Aber du erwartest halt, du kannst nichts anderes erwarten, wenn du DLCs suchst. Wer hat schon alle DLCs, Leute? Nur irgendein gestörter Bastard, also ich. Das Ding ist, ich fragte euch, hättest du doch gar keinen DLC mehr. Ja, trotzdem findet man immer die Lobbys von den Leuten, die DLCs haben. Boah, Leute, ich bin heute voll on point eigentlich vom Aim her und so, ne? Also, das läuft eigentlich ganz gut mit der VMP hier. Ich wusste es, ich wusste es. Nein, was? Wie? Er spielt Vollmantel. Er hätte alles haben können. Nur nicht Vollmantel. Elvis? Jetzt hör auf, Mann! Elvis Presley! Das ist falsch geschrieben. Ich hoffe, du weißt das, Mann. Hey. Elvis! Boah, meine Gegner machen richtig schönes Gameplay hier gerade. Ich bin hier noch nicht... Diesem Ruiz bin ich noch nicht ein einziges Mal begegnet. Noch nicht einmal bin ich Luis begegnet. Ruiz. Komm, ich will mal einen Gunfight gegen dich, Digga. Ich will mal wissen, wie gut du bist, Ruiz. Oh mein Gott, Digga. Den Maimen habe ich gerade schon hart rasiert. Nein! Oh Gott, ich war 2 vor Geist. Hätte ich dem jetzt einen Geist gedrückt, Mann. Schade. Schade, schade, Schokolade, Mann. Echt belastend. Ja, Leute, schreibt mal jetzt wirklich in die Kommentare, ob ihr BW2 oder BO3 geile... Alter, what the fuck mache ich gerade mit denen besser findet, so. Also, als Spieler, so. Ich muss sagen, ich finde BW2 so geil und ich finde es echt, keine Ahnung. Ich finde es halt interessant, dass die BO3-Videos teilweise mehr Aufrufe bekommen. Es ist halt so eine Frage, die ich mir einfach generell stelle, woher das kommt, sozusagen.
Aber ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Das interessiert mich jetzt auch wirklich alles lesen, weil ich echt eure Meinung wissen will. Weil es ja auch für mich wichtig ist, wie mein Content halt eben ankommt und so. Ist ja klar. Leute, ich habe gerade so einen Fail gemerkt. Ich spiele die ganze... Oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, ich habe Kinetic-Weste. Deswegen habe ich die auch in so komischen Momenten ausgepackt. Ich habe absolut Kampffokus dabei. What the fuck, man. Schnell durch, ohne links, rechts gucken. Einfach laufen. Ja, 73 zu 100. Aber ich würde sagen, hier gut gegengehalten. Als einziger in meinem Team, guckt euch das mal an. Unglaublich. Ja, Leute, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin raus für heute. Checkt auf jeden Fall meine letzten Videos gerne ab. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.